Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, während ihr gerade so auf euer Toast wartet, was schön am Toasten ist? Was würde eigentlich passieren, wenn ich jetzt mit meiner Gabel in den Toaster steche? Weil von meinen Eltern wusste ich immer, yo, wenn man das macht, endet es eigentlich immer so. Und weil ich ganz genau weiß, dass ihr alle Pussys seid und sich niemand getraut hat, in den Toaster zu stechen, ne, hab ich euch diesen Typen hier mitgebracht. Und oh, Junge, ihr wisst ganz genau, was jetzt passieren wird. Oh, I gotta get it out. I gotta get it out. Oh, do I... will this electrocute me? Nee, nee, alles gut. Wird nichts passieren. Wie das Toast dort noch entspannt am Brutzeln ist. Oh, do I... will this electrocute me? Okay, und das war's auch mit dem Selbstexperiment. Das passiert also, ja. Der Protagonist ist jetzt leider von uns gegangen, aber egal, für die Wissenschaft. Holy Sch**, den Bruder hat's einmal komplett durchs Zimmer gehauen. Der hätte besser auf seine Eltern hören sollen. Und der Chat auch komplett am Abgehen. Ich sag so, wie es ist, sowas nenne ich einen guten Streamer. Das ist guter Content. Wenn ihr wollt, dass ich die Challenge auch mal nachmache, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Also das war schon echt heftig. Und wisst ihr, was heftiger ist, als eine Gabel in einen Toaster zu stecken? Zwei Gabeln in zwei Toaster zu stecken. By the way, das hier hat ihn nichts ausgemacht, wie es aussieht. Weil ansonsten würde er jetzt nicht hier sitzen. Dem macht das auch Spaß. Das ist jetzt seine neue Freizeitbeschäftigung. So, Chat, two toasters. Yeah, two toasters should cancel each other out. Ja, Chat. Chat, das stimmt doch. Die zwei Toaster werden sich bestimmt gegenseitig absorbieren und dir wird nichts passieren. Death Wish! Oh, I think I just shit myself. Nee, also das war jetzt wirklich einer zu viel. Bro, habt ihr das auch gerade an seiner Unterhose gesehen? Ich hab's gesehen. Er ist wirklich him. Er ist die Definition von him. Er ist der Main Character. Das ist der krasseste Scheiß, den ich dieses Jahr gesehen habe. Okay, okay, und an der Stelle muss ich mal kurz eingreifen. Weil ansonsten nimmt YouTube meinen Kanal und schmeißt ihn in ein schwarzes Loch. Die Videos von ihm sind nicht echt, okay? Und der Kackfleck in seiner Hose ist auch nicht echt, okay? Okay, liebes YouTube-Team, das ist ein geprobter Stunt. Und das ist nur braune Soße. So, als ob er so weit zurückfliegt und man dann ganz zufällig diesen Streifen in der Buchse sieht. Das ist alles editiert. Und das sieht man auch eindeutig am nächsten Clip. Boys, be for real, be for real. Is it three toasters that cancel each other out? Also, eins muss ich ihm lassen. Der weiß, was gut ankommt. Yeah. Chat, everyone's spamming fake, but look, it's obvious. This obviously isn't fake. There's three toasters. I'm here to prove it. Let's go. Alles klar. Das war ein Finale, wie ich es mir erhofft habe. Die Gabel im Mund war Finisher. Und da, liebes YouTube-Team und lieber YouTube-Mitarbeiter, der sich gerade mein Video anschaut, weil es ihm reported wurde, da seht ihr nochmal, dass es editiert ist. So wie die zwei Clips auch davor. YouTube und ich sind so. Okay, und genauso verrückt, wie es angefangen hat, geht es weiter. Yo, das ist crazy. Das Kamel hat einfach ihre Haare gesnackt. Normalstes Mittagessen im Zoo. Wenn der Wärter wieder zu lange mit dem Futter braucht, müssen halt die Besucher ran. Beim nächsten Mal isst doch direkt den ganzen Kopf. Und wo wir gerade so bei exotischen Tieren sind, macht euch bereit für einen absolut gottlosen Prank. Der fährt einfach Roller mit einer Schlange. Das war ja noch krasser als das mit dem Kamel. Die Arme hat Panikattacke bekommen dadurch. Also wer auch immer das war, dieser Typ hat dämonische Geister und Gedanken in sich. Weil auf so eine gottlose Idee kommt echt keiner. Obwohl, ich wäre auch drauf gekommen. Aber ich hätte es nicht durchgezogen. Und die Schlange ist auch noch echt. Made my own garlic bread. Okay, oh, sieht stabil aus. Made my own garlic bread. Oh! Ey, Bruder, wieso? Wieso muss es so dumme Menschen geben? Die hält den Teller so schräg, dreht ihn gleich am besten direkt um. Like Brad, oh. Sie hat einfach doppelt reingeschissen. Like Brad, oh. Well, I'm f***ed. What was in your hand? Ach, du heilige Scheiße.
Katze. Da hinten kommt die Mutter. Bei ihr ist der Alarm angegangen. Mütter hören es sogar aus 10 Kilometer Entfernung, wenn in der Küche was kaputt geht. Direkt ihr Mutterinstinkt ist angegangen. Und doch 2 Sekunden später war sie da, um sie zu basten. Yo, die ist am Arsch. Das war's. Der gute Teller von Mama bedeutet 2 Wochen Hausarrest. Kennt ihr diese Kühlschränke, die so einen eingebauten Wasserspender haben? Bei ihm hier funktioniert der ein bisschen anders. Motherfucker! Was hab ich mir hier gerade angeschaut? Wieso kommen da Eier raus? Und wieso muss es schon wieder damit enden, dass alles zerstört wird? Motherfucker! Verstehe. Die unschuldigen Küken, die dafür nicht mal geboren wurden. Werde gerade überfallen. Die Polizei währenddessen. Ja, das ist schon wieder anderes Level. Ich weiß ganz genau, dass er gerade eben von 10 jugendlichen Typen dazu überredet wurde, das zu machen, obwohl er eigentlich keinen Bock drauf hatte. Yo, du Cop, mach mal bei unserem TikTok mit. Vertrau, wird lustig. Nee. Bro, während der da so down bad am twerken ist und dann noch in die Mülltonne fällt, wird irgendeine hilflose 80-jährige Oma ausgeraubt und hat Angst um ihr Leben. Ach, scheiß drauf, Digga. Hilf dir selber, Omi. Siehst du nicht, dass ich hier gerade beschäftigt bin? Polizei, dein Freund und Helfer. Olaf Scholz. Mach Döner. 5 Euro, du Hund. Okay, wer von euch war das? Los, raus mit der Sprache. Wer von euch Goofies hat die Scheiße hier bestellt? Mir wird wirklich von Tag zu Tag mehr bewusst, dass wir in einer Simulation leben. Das ist ein absoluter Fiebertraum gerade. Das deutsche Land dankt euch für euren Einsatz. Wenn das Olaf Scholz sieht, er wird safe die Dönerpreise nach unten drücken. Ich finde auch, das sollte ein Hauptschwerpunkt der Politik sein, herauszufinden, was mit den verdammten Dönerpreisen passiert ist. Ach ja, als ich gerade eben auf dem Klo auf Instagram ein bisschen geswiped habe, bin ich auf dieses Video gestoßen. I wanna ask you something, and I want you to be honest with yourself. Ihr wisst bestimmt, was kommt, oder? Only the people who thought about what I'm about to say come. Ja, ich öffne die Kommentare. Das ist so fucking ehrenlos, Mann. Aber es ist auch so fucking zum Verwechseln ähnlich. Ey, Scheiße, Mann. Wir kommen alle in die Hölle, wer auch immer darüber gelacht hat. Yo, ich weiß nicht, ob du es merkst, aber dein nagelneuer Fernseher, den du dir vor 3 Minuten gekauft hast, rollt da gerade ganz seelenruhig weg. Wie stumpf. Der geht einfach. Der hat keinen Bock auf seinen neuen Besitzer. Der will zurück in den Store. Und der Typ hinter der Kamera original so. Wie dumm! Wärst du einfach sitzen geblieben im Auto? War ja nett gedacht, aber du hättest drauf sch**ten und den Fernseher seinem Schicksal überlassen sollen. Der perfekte Beweis, dass man einfach nicht helfen sollte. Der bekommt doch safe noch die Schuld dafür und muss bezahlen. Geiler Tag, Mann. Gönnt euch mal diese geile Rollmaschine. Wow, wo kann ich das kaufen? Ich brauche einen Link, das hat mich überzeugt. Ein besseres Werbevideo für ein Produkt gibt's nicht. Ihr kennt das doch auch, eure Benjamin-Blümchen-Torte ist viel zu trocken und deswegen macht euch daraus lieber eine klassische Suppe. Ich kenn's, deswegen zeige ich heute, wie ich's mache. Zuerst geben wir die Benjamin-Blümchen-Torte in einen Topf, machen ein wenig Salz, Maggi, Basilikum in Kekernussmilch. Nein, ich kenn das nicht. Und what the f*** hast du mit dieser Torte angestellt? Oh my God, bro. Sowas ist illegal, was macht der da? Wer kennt es nicht? Die gute alte Benjamin-Blümchen-Suppe. For real, ich mach genau das, wenn mich mein Date fragt, ob ich kochen kann. Und ich sag, yo, hier, ich hab eine Suppe für uns gekocht.
Also nachdem ich das hier gerade gesehen habe, brauche ich erstmal eine Pause. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder und bleibt sauber. Ciao, ciao.